ist unmöglich, mich zu finden. Also wenn du mich findest, bist du echt gut. Dann bist du Profi. Also ich höre irgendwas nachladen. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Hey. Junge, was ist denn? Mann, mach jetzt ready hier. Falsch mit dir. Alles klar. Mit dabei ist heute der liebe Standardskill. Hallo. Der liebe Brox. Was geht? Und der liebe Vive. Bei Revi muss man ja auch mal richtig laut in den Videos rumschreien, dass das gut ankommt. Ist ja überhaupt nicht richtig, Junge. Stimmt ja gar nicht. Noch bei McDonald's fest. Hier ist der Climax. Ah, okay. Gar kein Problem. Leute, der gute Climax ist mit der Start. Und ich würde sagen, wir erklären euch mal, was wir heute vorhaben. Zwar habt ihr schon bereits gesehen, dass wir Hide and Seek gespielt haben. Wir werden jetzt lautesten Schreit. Genau, wir spielen werden lautesten Schreit in Fortnite Voice Chat. Wir fangen an. 1, 2. Dragonborn. Ja, ich glaube, Max hat gewonnen. Super. Danke. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal eine große, freie, ebene Fläche. Da wird sich eigentlich Anarchy Acres oder Fettel ganz gut anbieten für, wa? Folgendes ist die Idee, Leute. Wir spielen heute ein bisschen Murder. Und der Murder ist quasi einer der drei Ausgewählten. Wir bauen erstmal ein riesiges Labyrinth. Der Murder hat folgende Eigenschaften. Der darf sprinten. Die sich verstecken, dürfen nicht sprinten, dürfen nicht sneaken und müssen halt, wenn sie weglaufen, steppen. Das heißt, darf der ich Mörder... Kurz etwas anmerken? Ja, was denn? Anmerken. Ich möchte bei Mörder nicht mitspielen. Warum? Weil das sich zu brutal anhört. Es ist komplett jugendfrei. Farmt mal bitte genügend Steine, Jungs, und macht mal hier warum das... Warum heißt das Mörder? Können wir das nicht Fänger nennen oder so? Wir können es auch von mir als Fänger nennen, wenn du möchtest, okay, für deine siebenjährige Community. Wir müssen auf jeden Fall, der Mörder muss auf jeden Fall eine krasse Waffe haben. Hey, Fänger! Die Fänger... Ja... Die Gefangenen oder die gesucht werden, dürfen sich auf jeden Fall mit der Spitzhacke trotzdem noch verteidigen. Mörder, ey. Wie viel Stahl habt ihr? Ich hab 1000 Stahl. Kann ich sagen. Carsten Stahl, wo bist du? Darf ich Schild nehmen? Nee, eigentlich nicht. Doch, weil Nein. ich bin ja... Das ist der Superfruchtzwerg. Ja, okay, ich würde sagen... Okay. Der Fänger und Sucher kriegt halt nur eine Pistole, ja? Ja, genau. Und die anderen dürfen halt Schild haben. Dann ist es, glaube ich, relativ fair. Dann ist es fair, weil... Ja. Und wir dürfen ja auch nicht sprinten. Ja, genau. Ich fange jetzt einfach mal im Labyrinthbau an. Ich habe aber Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mitspielen will. Ach, Philipp, du kriegst das schon hin irgendwie. Ich bin da. Guter Dinge. Ich leg mal ganz kurz meinen Stuff hier ab. Ich glaube, ich bring mich mal ganz kurz um. Du musst Carsten anrufen. Und sammel mal kurz an der anderen Seite irgendwo der Map ein bisschen Stahl. Ist das unangenehm? Kann jemand ihm sagen, dass er damit aufhören soll? Ich will. Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Okay. Wusstest du, dass Carsten mein Adoptivvater ist? Ich will's gar nicht. Kannst du einfach aufhören, mit deiner Familie zu reden? Boah, das ist echt riesig, Jungs. Okay, ich bring mich ganz kurz um. Ich blick auch überhaupt nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, oh leider, das ist echt ein Labyrinth. Okay, lasst mal Folgendes machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch kurz umbringen. Ich habe in Salty ein Jump Pad, dann können wir immer wieder zurückspringen. Nein! Okay, dann halt nicht. Okay, Jungs, das Labyrinth steht. Seid ihr alle ready? Boah, ist heftig. Digga, das wird krank. Okay, kommt her zu mir. Ich zähle jetzt runter. Ich habe 500 Schuss. Ich habe ein paar Fallen dabei. Ich habe Medis und sowas dabei. Hochheilen ist nicht erlaubt. Ihr dürft rumlaufen. Aber ihr dürft nicht sprinten, ne? Ihr dürft nicht sprinten. Ich muss euch hören. Es sei denn, ihr bleibt halt irgendwo in der Ecke stehen. Dann nicht, wenn ihr an mir vorbeilaufen. Ja, ich laufe einfach so rum. Okay, ich zähle runter. Auf 20. 20, 19, oh. 18. Ah, wir dürfen nicht sprinten, Jungs. 16. 15, 14, Zeit, 13, Zeit, 12, 3, 2, 1. Ich komme. Komm her, Pro. Okay, okay. Ey, wer hat hier was gebaut? Oh mein Gott, ich hab Angst, ich hab Angst. Ey, wer hat hier eine Treppe hingesetzt? Müssen wir eigentlich dich kaputt hauen? Wenn ihr es schafft, ja. Ey, aber du musst auch, kannst auch editieren, oder? Ich könnte schon, ja. Boah, ist das krank, Alter, Mann. Hört ihr das? Ja. Hä? Oh mein Gott. Wo bist du denn, Revi? Nein, warum ich? Nein. Oh. Mann, ey. Digga, ich hab dich nur gesehen durchs Editieren, Alter. Ich war mir gerade zuerst nicht sicher. Wie? Oh mein Gott, weil ich halt die Editiertaste gedrückt habe auf dieses Ding und dann habe ich gesehen, dass du da oben sitzt. Ah. Und ich war im Begriff, ich war... Mein Gehirn so, okay, lauf weiter, aber dann habe ich doch dann noch gerafft, dass du das bist. Das Ding ist irgendwie... Oh! Wen habe ich denn da? Nein!
Oha, was ist da explodiert? Okay. Oh mein Gott. Es ist so klar, dass Philipp wieder der Letzte ist, den ich finden muss, Alter. Oh, Philipp, bist du in dieser... Nein. Philipp? Was denn? Bist du in dieser Schmine drin? Nee. Ich tanze sogar. Hä? Junge, wo bist du? Ich bin relativ am Anfang. Geh mal dir mal den Tipp, du findest mich eh nicht. Ist unmöglich, mich zu finden. Also wenn du mich findest, bist du echt gut. Dann bist du Profi. Also ich höre irgendwas nachladen. Nein! Ja, Digga, das Editiertool ist halt schon praktisch, ne? Wie hast du mich denn gefunden? Digga, weil ich halt gesehen habe, dass da Steine gebaut worden sind. Ich habe gehört, dass die gesetzt worden sind. Alter! Okay. Wer wir jetzt suchen? Ich will suchen. Okay. Wollt ihr euch besprechen? Ja, mach ich. Okay, komm mal kurz mit, Jungs. Okay. Komm mal kurz mit. Also, Mine ist krank OP, passt mal auf. Lass mal hier ganz kurz alle ein paar Fallen nehmen. Habt ihr Fallen? Nein. Okay, warte, ich gebe euch welche. Dann können wir uns richtig nice Fallen bauen. Ja, dann beeil dich, bevor ich komme. Gut, okay, zähl runter, wir laufen weg. 10. Was? 9, 20, Digga, 20. 20, 18, 19, 17, hä? 15, 16. Junge, warst du auf der Schule? 14, 11, 9, 6. Nein. 3, 1, 2, 4. Komm mal. So, ihr Stück. Oh Gott, Digga, das ist dieser Nervenkitzel, Alter. Dieses Labyrinth ist so unübersichtlich. Es wird dunkel einfach gerade. Oh, Alter. Nein. Mich findest du nie, Digga. Nie. Niemals. Oh, fuck. Wer hat hier gerade eine Falle geplaced? Oh, da hat sich jemand verraten. War es etwa iCryMax? Wer ist denn da? Nein. Wer ist denn da? Niemand ist da. Warum immer zuerst der Max? Nee, Brox war es eben, ne? Brox. Stimmt. Eben war es ich da, ja. Aber Brox, meins auch gar nicht so schlecht gewesen, ne? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er dich direkt findet. La 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 la, wo seid ihr, meine kleinen Bienen? Wo versteckt ihr euch? Mäuschen, piep einmal. Aha, wer ist denn hier? Ich hab grad gepiept, ich hab einmal Emote gespammt. Warum lacht ihr so scheiße? Soll ich mal kurz für dich tanzen? Tanz gar nicht, ne? Ich tanze durchgehend. Hä, wo ist denn der? Aber das hatte ich halt noch nicht findet, ne? Mich hat er halt gefunden. Aber Digga, bei mir ist es ja wirklich obvious eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Okay, der muss ja da hinten bei Brock sein. Wir verarschen dich, Digga, der ist gar nicht bei dir in der Ecke. Philipp, ich lauf die ganze Zeit hier rum. Ja, du läufst Philipp. Rum. Tanz mal. Ich bin durchgehend am Tanzen, Digga, Ach so, du musst laufen. Ach so, erst durchgehend am Laufen und erst durchgehend am Tanzen. Du verarscht einen. Also du bist am Tanzen, ja? Ich bin sowas von am Tanzen. Okay. Ich weiß, wir wissen ja, wo er ist. Wir waren alle... Egal. Ich hab doch mal einen Tipp, Digga, ich höre dich wirklich nicht tanzen. Ja gut, okay, warte, komm. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Komm mal mit. Aha. Hände hoch! Ich bring ihn um! Aber du hast nicht getanzt, ich hab die ganze Zeit getanzt. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde. Und diesmal sucht uns der gute Max und wir drei verstecken uns alle an einem Ort, okay? Ja, genau. Okay, Jungs, wie machen wir's? Lass alle in die Mine gehen. Alle in die Mine und dann... Ja. Dann in so eine Ecke treiben, einbauen und dann kaputt hauen. Genau. Warte, ich brauche noch Materialien. Nee, kaputt hauen geht leider nicht. Guck hier. Was machen, schlagen, Digga. Was machen wir damit? Nee, geht leider nicht. Ich hab diese Jumper-Fallen und dann setze ich gleich noch eine normale Falle, okay? Ja, und ich nehme die Sniper mit. Okay, gut. Mach's gut, Max. 20, 19, 18... Oh Gott, Jungs. 17, 7, oh mein Gott, Digga. 6, 2... Ey, was braucht ihr denn da oben? Das ist richtig schwierig. Das im Labyrinth bleiben, Jungs. Ja, wir sind im Labyrinth. Ja, wir sind im Labyrinth. Seid ihr bei mir? Ja, wo bist du? Ja, besprochener Treffpunkt. Ja, da bin ich auch. Nein, bist du nicht. Doch, ich sehe aber nicht durch hier. Ich blick auch nicht mehr durch. Ich sehe gar nicht mehr durch, Digga. Was hast du getan? Ich gehe hier runter hier. Okay, Max, mich wirst du nicht finden. Mich wirst du safe nicht finden, Digga. Hört ihr das? Ja. Hört ihr das? Ja. Hä, aber du hörst das nicht? Also ich hör's nicht. Nein. Ich bin hier am Ort. Hä? Doch. Den Loser-Tanz, hörst du? Nein!
Och, Mann. Junge, ihr sollt euch nicht gegenseitig auslöschen. Oh mein Gott, er hat gerade was editiert in der Nähe, Ich laufe in diese Falle, wo ich mich am Anfang gekillt habe. Ich hämmer die ganze Zeit gegen die Wand. Max muss sich unbedingt hören. Das habe ich gerade gehört, da wollte ich unbedingt gerade hin. Ich hab wirklich Angst. Oh, Digga, er ist direkt über mir. Oh Gott! Philipp, ist das deine Falle, nein, Philipp? Nein, das war nicht meine. Ich hab richtig Schiss, Digga. Oh mein Gott, Digga, ich hab das überlebt einfach. Hey, ich check gar nicht. Ach, hier. Nein! Lass Revi in Ruhe! Hilfe! Komm mal, wo bist du? Ich hab's geschafft! Lol! Rummedizin dürfen wir. Nein! Oh. Nein! Okay. Hey, was machst du, Max, Alter? Max spielt so damn unfair, Digga. Ach, und seit wann dürft ihr Waffen nehmen? Hä? Seit Special-Runde. Haben wir doch gesagt. Ach so. Also, dass wir dich töten dürfen. Ah. Haben wir allen gesagt. Okay, du musst nur noch Brox finden, ne? Digga, der macht ja richtig 31. Oh mein Gott. Er macht das komplette Labyrinth kaputt. Ja, du machst ja das Labyrinth kaputt. Was bist du für ein 31er? Ich glaub's ja nicht. Jeder versucht hier zu pranken, Alter. Hey, nein, Digga, wir pranken ja nicht. Eins gegen eins noch, Revi? Du fickst mich sowieso. Ich bin so der müde, Alter. Du machst mich so fertig jetzt. Ah, okay. Jetzt hat er Angst. Ah, super. Der will 1 gegen 1. Kommt er da angekrochen. Sie können es 1 gegen 1 zu. Leute, ich würde sagen, das war auf jeden Fall mehr oder weniger erfolgreich. Wir können sowas nein, mal... Nein, mach jetzt 1 gegen 1 gegen mich. Ach Junge, ich bin so scheiße müde, Alter. Ich hab nicht mal vernünftigen Loot. Ja, dann lass das Filter gehen. Okay, komm. Digga, komm, wir machen es jetzt einfach. Ich krieg auf die Fresse und dann bist du zufrieden, okay? Komm. Okay. Gut, wo bist du? Welcher Skin bist du? Der Teddybär. Ich hab aber gar keine Materialien. Schießt du da gerade? Ja. Okay, jetzt komm ich, Digga. Jetzt bin ich ready. Ich hab eine Waffe. Oh mein Gott, jetzt nehme ich dich auseinander. Digga, hau doch nicht ab! Da kommt Max zu dir. Ey, ich hab 9 Leben, chillt bei uns. Revi. Mhm. Wo bist du? Digga, versteck dich doch nicht. Tu ich doch nicht. Oh mein Gott. Hey Digga, ich kann nicht editieren. Oh. Egal, du hättest mich trotzdem gefickt. Leute, Scheiße. Das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Max, bei Brox und natürlich auch bei Philipp vorbei, wenn ihr mehr von der Crew sehen wollt, Leute. Und ihr Bock habt, dass wir sowas mal mit einem riesigen Labyrinth machen auf 600 Ebenen. Labyrinth, Bruder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr es cool findet, dass Evive nicht dabei war. Und ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Macht's gut. Haut rein. Ja, 100.000 Daumen nach oben. Tschüss. Wir sehen uns die Tage wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.